wäre doch gelacht, wenn wir hier nicht so ein abgesoffenes Boot mit einer Schreibfeder finden würden. Und Lachse, guten Morgen, Herr Lachs. Oh, Nirnwurz. Noch 4 Stück, dann kann ich den Auftrag erfüllen. Ist das nicht was? Ja, hier kann ein Boot schon mal nicht absaufen, ist viel zu flach. Obwohl, ich weiß ja nicht, wie blöd der Typ ist. Wenn er schon im Nebel damit absäuft, ob er nicht auch das Boot in 30 cm tiefem Wasser versenkt hat. Ausschließen kann man es ja nicht. Da ist was. Das ist nur eine Kiste. Das ist kein Boot. Kein Boot, kein Boot. Hier sind ziemlich scharfe Felsen und Eier. Nein, Nordranken. Wir wechseln immer die Schlachterfischeier mit Nordranken. Die sehen sich sehr ähnlich. Okay, also hier könnte der gut irgendwie auf Grund gelaufen sein, wenn das Wasser ein bisschen niedriger steht. Sehr. Da! Da! Ein Boot, ein Boot, ein Boot, ein Boot, ein Boot. Boot, 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 Boot. Schatulle. Perfekt, das ist es doch sicher. Nein, muss ich nur noch aufkriegen. Fast. Ah, ganz knapp. Komm schon, komm schon. Nee. Geh auf. Na, Schreibfeder Wiederholung und 100 Gold. Yay. Haha, super. Ich bin der Größte. I am so smart. S-M-A-R-T. Ach nee, S-M-R-T. Sonst ist das, sonst stimmt das ja. Ich bin so klug, K-L-U-K. Ich habe sie gefunden. Jetzt muss ich noch zur guten Marvin zurück und sagen, Marvin, ich habe da was gefunden. Guck mal. Und dann sagt sie, ja, doch. Kann man so lassen. Und dann sage ich, ja, ne? Was braucht ihr? Schon irgendwie. Und dann ist die Sache, glaube ich, gegessen. Hoffe ich mal. Heda, wo läufst du hin? Wollt ihr am Leben bleiben? Warum ein Riesenkreuz? Schon, ja, aber. Wer wird da? Achso, das sind die. Maven ist doch wahrscheinlich noch zu Hause, oder? Nee, ist tagsüber immer unterwegs, ne? Ich guck mal. Ich klopf mal an. Juhu! Kann ich euch helfen? Nein. Wo ist deine Mutter? Ah, die ist irgendwo. Sitzt sie nicht immer im Wirtshaus oder so rum? Kann ja auch mal vor Ort bleiben für so ein paar Minuten. Kann ja auch nicht zu viel verlangt sein. Das Gemüse ist so frisch wie ein Wintermorgen. Ja, ja, genau. Bienenstich. Maven. Das ist nicht Maven. Maven. Da ist die auch nicht. Wo ist die denn? Da saß sie doch öfters mal. Ich erinnere mich irgendwann einmal. Nein. Wo ist Maven? Soll ich da jetzt einbrechen? Das mag der bestimmt nicht. Habe ich nicht irgendwie einen Questmarker dafür? Doch. Na toll. Maven? Was soll denn das? Ah, ihr seid zurück. Nichts. Maven? Seid wie, gegrüßt. Die steht hier draußen. Wie da ist sie ja. Ich vermute, ihr belästigt mich aus gutem Grund. Nee. Ich habe die Schreibfeder Wiederholung gefunden. Da werden Dankeschön mal angebracht. Die hatte ich schon lange abgeschrieben. Nun, Schreibfeder abgeschrieben. Lustig. Das will ich meinen. Gefällt dieses Dokument. Es entbindet ihn von seiner Schuld. Aber ich will ihn nie mehr in Rifton sehen. Okay. Solange der Vorrat reicht. Dann gehen wir mal zum guten Wald.
Der freut sich bestimmt. Der ist hier hinten irgendwo, ne? Jawohl. Hallo? Ärger oder so? Ja. Moment, ist der hier drin oder ein zweiter? Da ist... Da kann ich rumschießen. Aber Wald ist... Ist der jetzt drin im Haus? Nein, da ist er. Jedenfalls glaube ich, dass er das ist. Ich knack hier mal kurz das Tor, dann sehen wir das schon. Die Frage ist, greift er mich dann gleich an, wenn ich hier einbreche? Oder ich weiß das nicht. Hey, bist du Wald? Wald, warte doch mal. Ich hab da was. Warte mal, guck mal hier. Ich will dir doch... Du bist blöde. Gib mir so eine Mühe? Jetzt hör doch mal auf. Ich will dir doch... Blöde Sau. Was soll denn das? Ich wollte dich doch gehen lassen. Wieso greifst du mich denn an, du Bäumel? Will ich denn sonst mit dem reden sollen, wenn ich hier wahrscheinlich ans Tor gehen sollen? Ach guck mal, da oben könnte ich den Mechanismus auslösen, was ich jetzt mal, wenn ich schon mal hier bin, dann kann ich das auch machen. Muss ich da dran schießen? Ja! Was ist passiert? Was? Was ist passiert? Was ist los? Nichts hier, das ist doch alles in Ordnung. Was soll schon passiert sein? Da liegt halt eine Leiche. Pass mal mit. Na, dann gehe ich hier mal rein. Flupp. Fluppidi flupp. Ich wollte ihn ja wirklich von seiner Schuld befreien und ihn ziehen lassen, aber da hat er mich einfach angegriffen, der Wald. Obwohl man ihn vor lauter Bäumen überhaupt nicht mal sehen konnte. Ach, hier sind auch noch Leute drin. Ja, das war ja völlig überflüssig. Wenn im Haus auch noch Leute sind, warum soll ich denn den einen, der vorm Haus ist, irgendwie mit einer List weglocken? Oder den bestechen? Habt ihr etwas gehört? Wenn ich mich dann drinnen eh noch durchmetzeln muss. Ich war sicher, ich hätte etwas gehört. Da warst du dir also sicher, ja? Keine Sekunde verbringe ich mehr. Ich dachte, ich hätte etwas gehört. Dachtest du das, ja? Hab euch! Du hast mich nicht, ich hab dich. Das ist ein wichtiger Unterschied. Marodeur-Gesocks. Ich zeige euch mal, wer hier marodiert. Flupp. Gib her den Kram. Dafür, dass er so ein großer Dieb ist, hat er erstaunlich wenig wertvolle Sachen in seinem Haus. Der Riegel sitzt fest und lässt sich nicht öffnen. Das ist ja schön. Von da kam ich gerade. Gold. Gold ist immer schön. Ein Schädel, den würde ich auch gern mitnehmen. Darf ich aber nicht. Ich mag doch Schädel so gern. Ich decke mich nachts immer mit Schädeln zu. Hier oben habe ich dann alles. Gehen wir mal runter. Ach, guck mal, die Bella-Statue. Meine die Bella-Statue. Der Riegel sitzt auch fest und lässt sich nicht öffnen. Ich höre doch jemanden. Bin ich etwa nicht allein? Wer schmeißt denn hier die guten Backkartoffeln auf den Boden? Die sind doch noch gut, die kann man doch noch essen. Jetzt kannst du noch dem Hund geben. Ist da Staub drauf. Und Eulen. An den Eigentümer. Bin ich ja mal gespannt. An den Besitzer von Gut Riftwald. Ich bin es nicht gewohnt, unter solch verschwiegenen Umständen zu arbeiten. Doch eure großzügige Entschädigung für die Unannehmlichkeiten war mir mehr als angemessen, um das Projekt abzuschließen. Da war kein Punkt, da war ein Komma.
Sowohl die Balkonrampe als auch der Bodenmechanismus waren interessante Projekte und ich hoffe, ihr werdet feststellen, dass sie euren überraschend genauen Spezifikationen entsprechen. Solltet ihr meine Talente noch einmal benötigen, stehe ich gerne wieder zu euren Diensten. Kiltinius Dondoriel. Nehme ich mal mit. Der gute Dondoriel. Der Riegel sitzt auch fest und lässt sich nicht öffnen. Wer hätte das gedacht? Gold. Falsche Rückwand. Hä? Moment, da war aber noch ein Kellereingang. Da muss ich nochmal kurz in den richtigen Keller. Da könnte ja noch was zu holen sein. Und dann gehe ich in den falschen Keller. Ha, guck mal. Knoblauch und Gewürze. Kann ich noch einen leckeren Eintopf kochen heute. Moment, was war das? Die Windhelm, was? Die Windhelmbrief, ach, das ist irgendein Buch. Das ist bestimmt super langweilig. Hier noch ein bisschen Kuchen und eine Sahneschnitte. So, und jetzt gehen wir in den super geheimen Geheimgang, der so geheim ist, dass ich ihn sofort gefunden habe. Weil der überhaupt nicht geheim war. Zubbeldi-zupp. Man auch ein bisschen Spinnen fegen. Geht doch so nicht. Da kriegst du doch Spinnenfieber. Da krabbeln die Spinnen doch nachts in deine Augen und legen da Eier. Oh, eine Brise. Hier kommt Luft durch. Au! Spinnst du? Stich mich voll in den Hals, der Scheiß. Da löse ich irgendwelche Fallen aus. Da ist noch irgendeine Falle. Bin ich jetzt schon gespannt. Ach, guck mal. Giftpfeile. Hübsch, hübsch. Der lässt auch nichts aus. Aber noch, habt ihr noch ein bisschen Gold zwischendurch? Hier war noch... War hier nicht gerade noch irgendwas? Ne, ich dachte, da wäre noch ein Schalter oder so gewesen. Habe ich mir nur eingebildet. Ah, guck mal, da war auch noch... Da war gar nichts. Da ist ja keine Falle. War bestimmt ein Bewegungsmelder. Hat er extra erfunden dafür. Das war knapp. Ich wurde nicht in kleine Stückchen gehäckselt. Das finde ich gut. Au. Gut, was haben wir hier? Mercers Pläne. Nehmen. Sprich mit Brynjolf. Unbedingt. Lesen. Vielen Dank. M, ich weiß nicht, wie ihr den Gegenstand, über den wir gesprochen haben, in die Hände bekommen konntet. Aber ich bin mehr als zufrieden. Ich dachte, ihr würdet einfach warten, bis der Gegenstand von Schloss Elend zu seinem endgültigen Bestimmungsort gebracht werden würde. Doch nach allem, was ich gehört habe, ist er geradewegs aus ihrer Waffelkammer verschwunden. Ich wünschte, ich wüsste, wie ihr an den Wachen vorbeischlüpfen, das Fallgatter umgehen, die Tür zur Wuffenkammer aufschließen und die mit einem Zwergenrätsel verschlossene Truhe aufbrechen konntet. Diesen kleinen Trick müsst ihr mir irgendwann einmal beibringen. Ich habe euren Anteil in dem üblichen Versteck zurückgelassen und habe vielleicht bald einen neuen Auftrag für euch. R. Nehmen wir auch mal mit. Die Dralle Agonische Maid, Band 1. Aber hallo, ich habe jetzt hier nur Band 2 gelesen. Die Dralle Agonische Maid, Band 1 von Crassius Curio. Akt 4, Szene 3, Fortsetzung. Lupft ihren Schwanz. Bestimmt nicht, lieber Sir. Ich bin nur hier, um eure Gemächer zu putzen. Crantius Colto. Ist das der einzige Grund, aus dem ihr hier seid, meine Kleine? Die Gemächer? Lupft ihren Schwanz? Ich weiß gar nicht, was ihr damit andeuten wollt, Herr. Ich bin nur eine arme Agonische Magd. Crantius Colto. Ja, das seid ihr, meine Süße, und eine gute noch dazu. So starke Beine und so ein wohlgeformter Schwanz. Lupft ihren Schwanz. Ihr macht mich ganz verlegen, Sir. Crantius Colto. Keine Angst. Hier seid ihr... hier bei mir seid ihr in Sicherheit. Lupft ihren Schwanz. Ich muss fertig putzen, Sir. Meine Herrin reißt mir sonst den Kopf ab. Mann, wie sexy. Crantius Colto. Putzen, ja? Ich habe da was für euch hier. Ihr könnt meinen Speer wiegen. Oh
auch nicht schlecht. Lupft ihren Schwanz. Aber der ist ja riesig. Damit kann ich die ganze Nacht beschäftigt sein. Crantius Colto. Massenhaft Zeit, meine Süße. Massenhaft Zeit. Ende von Akt 4, Szene 3. So schlecht. Könnt den Speer polieren. Na, jetzt geh halt auf. Na, ich will an das komische Glasding da rankommen. Na, geh doch. So, was haben wir da? Eisspalter. Brauche ich nicht, aber nehme ich mal mit. Und hier... Ich will an den Sack daran. Da sind ein paar nette Büchers. Oho! Goldene Halskette, Diamant, makelloser Smaragd, Granatstein, Smaragd, makelloser Granatstein, makelloser Amethyst, goldener Ring, Amethyst, Rubin. War das alles? Ja, Schale ist leer. Und Büste des grauen Fuchses. Der fuchst hier rum, bringt die Brüste des grauen Fuchses zu Delvin. Ja, ja, der gute Delvin, der steht da drauf. Hier, das nehmen wir auch alles mit. Guck, hat sich der Ausflug hier doch noch gelohnt. Da war nur Gemüse drin. So, müssen wir nur noch irgendwie wieder rauskommen. Rattenweggewölbe. Moment, im Rattenweg waren wir doch schon. Da kennen wir uns doch schon aus. Ist da jemand? Nein. Tage zur zersplitterten Flasche. Ja, schieß halt rum, gehe ich zur zersplitterten Flasche. Oh, Gold. Piece of Candy. Aha. Was war das? Ich bin hier. Was? Oh, die ist mir gefolgt. Ups. Das habe ich mir wohl bloß eingebildet. Ein Kopf kürzer. Da hast du ihn nur eingebildet. Hier, macht mal so ein bisschen Platz. Delvin, alter. Ich muss mich konzentrieren, falls Delvin, alter Freund und also Kupfererstecher. Keine Zeit für lange Worte. Ich muss Mercer finden, bevor er mich findet. Ich habe die Büste des grauen Fuchses gefunden. Ist die was wert? Oh ja. Nach dieser kleinen Schönheit habe ich gesucht. Hab ich's doch gewusst. Wenn ihr wieder einmal seltene Schmuckstücke wie dieses findet, dann bringt sie zu mir. Ich verspreche euch dafür eine schöne Belohnung. Okay. Das muss von Mercer stammen. Was? Er hatte eine Weile großen Respekt vor dem grauen Fuchs. Klar, das kaufe ich. Hier, bitte. Zubi, was krieg ich dafür? 800 Gold, naja. Naja, naja. Könnt ihr mich im Schleichen unterrichten? Bleibt an meiner Seite. Dann wird niemand eure Anwesenheit auch nur ahnen. Hm. Nee, von dir kann ich nichts lernen. Das wird gefährlich. Unbedingt. Lasst euch nicht überrumpeln. Mit dem Brief. Ach so, zu Brynjolf. Ja, genau. Aber ich spreche nochmal kurz hier mit den Leuten. Ich habe gehört, was geschehen ist. Und die Gilde schuldet euch etwas. Danke, dass ihr es ans Licht gebracht habt. Du schuldest mir etwas. Auf jeden Fall zur Grenze von Himmelsrand begeben. Warum? Ich hoffe, ihr findet ihn, bevor er uns endgültig entkommt. Warum seht ihr euch nicht einige meiner Waren an? Du hast Warane? Dann sehen wir ja, ob wir ins Geschäft kommen. Das werden wir ja noch sehen. Hier, Waffen. Ich habe ja diesen Eisspalter gefunden, obwohl... Wäre schade, den aber zu verkaufen. Das ist doch so eine Unique-Waffe. Die lege ich mir lieber irgendwo hin. Später. Aber hier, so eine Halskette möchtest du haben. Na, irgendwas für 250. Ne, machen wir einen davon und dann hat sich das auch. Danke. Wenn ihr Mercer findet, gebt ihm keine Chance. Bringt es hinter euch und tötet. Ich gebe sowieso niemandem eine Chance. Wie käme ich denn dazu? Chancenlosigkeit für alle ist mein Motto.